Guten Morgen, liebe Sorgen. The Whispered World, unser allerliebstes Adventure, begrüßt uns. Und wir verschwinden nochmal. Und gucken mal hier rein. Ja, ich habe im Moment viel zu viel OMSI-Parts und viel zu wenig The Whispered World-Parts. Ist natürlich irgendwie suppenoptimal, aber eine Suppe ist ja auch eigentlich lecker. Ich pfeife auf Türen. Das heißt, ich würde es, wenn ich pfeifen könnte. Mach die doch mal bitte zu. Mauseloch? What, 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 Das what? Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Ich pfeife auf Türen. Das heißt. Ja, ist gut. Ah. Ich würde mich auch am liebsten in mein Loch verkriechen. Denn Loch ist Loch, ne? Vielleicht weil die Socke nach Käse riecht, Maus und Käsesocke. Yam, yam. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Ui, wie süß. Juchi. Juchi. Eine knuddelige Ha, Maus. hab ich dich. Hui. Das heißt, ich. Vielleicht können wir ja mit der Maus, wenn die Socke, wenn die Hose vom Opa auch nach Käse riecht oder schmeckt oder whatever, vielleicht können wir ja damit dann die Hose kriegen und mit der Hose können wir bestimmt dem Viech das Maul stopfen. Hose, Hose. Maus mit Hose? Ja, was kann ich denn so ein Das ist so bisschen. verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt ausprobiere. Die Maus. Möchte ich wirklich in einer Welt leben, in der so eine Aktion von Erfolg gekrönt ist? Cedric, das ist natürlich die Frage. Ja, also heute geht's mir halbwegs gut. Gestern bin ich fast umgekippt, aber na gut, da kann man dann letztendlich auch nicht viel machen. War zum Glück im Krankenhaus, also wäre eh nichts groß passiert. War natürlich ein bisschen bitter, ne? Mach schon Krankenbesuch bei deinem Opa und dann kippst du selber halb um. Ach je. Wow, ich lebe noch. Juhu. Ach, Cedric, du bist so sad. Ach du Scheiße. Schauen wir uns erstmal das Bett an. Was ist das denn? Wieso quietscht es nur so seltsam? Hallo? Seltsam. Wirklich seltsam. Quietsching Bett. Das sind noch Perlen, Perlen, eine Truhe. Eine schöner als die andere. Sehr Warte. true, ha. Ich nehme mir nur ein bei dem Haus. Wow, meine eigene Perle. Und sie gehört nur mir. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Cedric. Materieller Besitz ist nicht alles. Aber andererseits, ich glaube wirklich, Liebe hat unser kleiner armer Clown auch nicht empfunden. Das Da. sind jetzt wohl nur noch 9.999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Ich auch nicht. Wow. Eine reicht mir. Ich glaube, ich habe die schönste von allen erwischt. Das ist so schön. Es ist so ein schönes Märchen im Grunde, weil das lehrt einem ja etwas, ja? Das heißt, wenn andere 10.000 Sachen haben und du nur eine, im Zweifel kannst du das eine viel mehr schätzen als das andere. Und das ist das Schöne an The Whispered World.
Weil man eben das Gefühl hat. Jetzt haben wir eine Perle, aber der schmeißt doch jetzt bestimmt die Fabrik wieder an, ist der Bando wieder glücklich. Oh oh. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an. Hörst du schlecht? Bando! Jetzt freut er sich bestimmt, oder? Schauen wir mal zum Bando rein. Der freut sich jetzt bestimmt so tierisch, dass er seine Fabrik wieder anmachen kann. Gut, dass du kommst. Ich Hallo? habe ein großes Problem. Oben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Wir haben doch hier eine Schaufel. Darf ich das mal sehen? Das scheint mir eine solide Schippe zu sein, die du da hast. Schade, dass sie kaputt ist. Es scheint genau so eine zu sein, wie die, die mir abhanden gekommen ist. Warte mal, warte mal. Da unten am Ufer, da waren doch so Steaks, hahaha, die man gar nicht essen kann. Badumts. Das heißt Badumts, nicht Badumts, Mann. Badumts, das klingt so dumm, Mann. Da, je. Da sind Steaks, die man nicht essen kann. Ich möchte mich gerade für den Witz selber hauen, weil der einfach nur so dreckig scheiße war. Das ist nicht mehr normal. Das ist ein Wortwitz. Wortwitz auf K1-Niveau. Axt und Mast? Vertrag von Maastricht? Hahaha. Ich bin zu viel mit Schule beschäftigt, ne? Zu viel ich, genau. Na dann mal los. Plock. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Aber guck mal, du kannst doch jetzt bestimmt Mast mit Passt Schaufel. perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Wir haben eine Schaufel. Jabadabadu, Shibidibidai, Disco Dance. Achso, ich kann mich hier gar nicht sehen, ne? Ist auch besser so. Das ist nämlich ziemlich bitter. Ach je. Don't you wish your Schaufel was hard like me, don't you? Ach du Scheiße. Hebt mal eure Füße und guckt mal irgendwie im Keller nach. Ich glaube, das Niveau ist da irgendwo unten verloren gegangen. Das fühlt sich so alleine. Guckt mal lieber in eurem Keller nach. Sonst ist das Niveau so einsam, das geht nicht. Das ist ein einsames Niveau, das können wir einfach nicht gebrauchen. Das ist ein total einsames Niveau, das ist. Das geht so nicht. Das ist so einsam, das müsste fast schon zweisam sein. Boah, war der lustig? Nicht? Ach Mann. Ich bin nie lustig. Oh, so eine Scheiße, das ist deprimierend. Boah, was ich wieder für eine schizophrene Scheiß-Zusammenlab. Zusammenlab, das ist ja nicht mehr normal. Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Gell? Endlich kann Aber ich so meine klein wie wir sind, Kohlen ist es eher schaufeln. kleinartig. Nimm dich in Acht, Welch! Bando ist zurück! Und er hat eine neue Schaufel, mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik, das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen.
Der hat ja irgendwas von den Yakis erzählt, ne? Ich guck mal hier hinter in die Fabrik. Ne, wir schauen mal da unten in das Haus mit den Anzeigen. Vielleicht gibt's da irgendwas Interessantes. Der raucht auch wie ein Schlot. Es ist ja auch ein Schlot. Ach du Scheiße, ich sollte meine Fresse halten, gell? Kein Wunder, dass keine Du bist bei World schaut, so eine Scheiße, wie ich hier zusammen habe. Okay. Presse? Das ist eine Perlenpresse. Ich glaube, damit werden Perlen gepresst. Nur so eine Vermutung. The Whispered Ist ein World Ding ist zu so geil. groß, um Spuckekugeln zu machen. Die Wortwitze Nein, nein, einfach. nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Wenn ich raten müsste, oh Gott, halt die Klappe. Die Werte auf den Anzeigen sind sehr beunruhigend. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehe, aber nur weil ich nicht weiß, was die Werte bedeuten, macht sie das nicht weniger beunruhigend. Doch. Ich sollte nicht mit Sachen rumhantieren, von denen ich nichts verstehe. Was gleichzeitig wohl auch bedeutet, dass ich insgesamt deutlich weniger herumhantieren sollte. So kann es sein, dass der Spot immer größer wird. Nur mal so eine Vermutung. Ein Rad, wofür das wohl gut ist? Ja, ich glaube, da brauchst du jetzt einen guten Rat, ne? Oh, kennt ihr den Witz? Der ist so scheiße. Sagt ein Freund zum Russen. Ja, die haben dein Fahrrad gestohlen, du musst doch zur Polizei gehen, sagt der Russe. Wieso? Kommt Zeit, kommt Rat. Anzeigen, Luke, Presse, Rad, Anzeigen, Luke. Ja, also für Oh, den hier Witz, bin ich auf ne? einem weiteren Raum. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich könnte mir die Wirbelsäule brechen. Hallo? Ist da unten jemand? Der Witz war so scheiße. Keine Antwort, Das ist aber nicht ich mehr höre normal. Bando schaufeln. Ich kann da nicht ohne Hilfe. Ich breche mir doch alle Knochen. Vielleicht brauchen wir jetzt die Leiter von da oben wieder. Was machen wir denn jetzt? Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich brauche mal eine kleine Denkpause.